Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Heute habe ich für euch wieder 5 Dinge, die ihr in Minecraft bauen könnt. Und es sind, glaube ich, alles Dinge für die Minecraft 1.17, zumindest mitunter. Damit würde ich sagen, packen wir es an. Wir bauen das Ganze wieder in die weiße Welt hier rein, in der ich schon ganz viele andere Ideen reingebaut habe. Legen wir los. Und gleich am Anfang ein Shoutout an den guten Gumo. Ich habe euch den Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn dort bin ich über die ein oder andere Idee gestolpert, die ich dann mir geklaut habe und krokofiziert. Also, nach meinen Bedürfnissen und Wünschen angepasst. Ihr werdet sehen. Nummer 1 wird eine Statue. Und bei der Statue habe ich euch tatsächlich jetzt mal alle Sachen, die man so braucht, ins Inventar gepackt. Die ist nämlich nicht so kompliziert. Und wenn es nicht so kompliziert ist, dann kann ich auch immer gut die Items zählen. Wir brauchen unten einen Kessel und obendrauf einen Amboss. Das Schöne ist, dass mit dieser Kombination Amboss, Kessel etc., da passt Deep Slate mittlerweile sehr, sehr gut dazu. Und das kann man wunderbar kombinieren mit Eisen und Kupfer. Und schon bekommt man ja, eine in sich stimmig, farblich passende Statue, die auch echt süß ausschaut. Jetzt haben wir schon mal die Statue hier stehen. Jetzt geben wir der natürlich auch noch, das ist natürlich falsch, ja, einen Stab in die Hand. Und dafür eignen sich unsere neuen Lightning Rods hervorragend. Ich mache das auch immer falsch. Zack, so, die dicken Dinge sollen unten sein. Dann passen da farbkombinativ, das ist ja ein super Wort, farbtechnisch passt zum Kupfer auch wunderbar Akazienholz und dann natürlich eine Eisenzaun-Speerspitze. Fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Obendrauf, das fand ich mit die beste Idee in der ganzen Geschichte, dem Ganzen noch so einen schönen Helm. Ja, da gibt es einen Fachbegriff für, ich weiß es nicht. Sieht aber mega, mega cool aus. Wer möchte, kann dann auch einen Knopf draufpacken. Ich verzichte tatsächlich dieses Mal auf den Kopf. Knopf. Und schon haben wir eine kleine Wächterstatue. Kommen wir zur Idee Nummer 2. Und der ein oder andere wird schon anhand meines Inventars erkennen, wohin die Reise geht. Ein Grasblock sollten wir jetzt noch nehmen. Denn wir werden Wheelbarrows machen. Kroko denkt. Schubkarren. Und zwar 2 verschiedene Arten und dann gibt es noch einen kleinen Handkarren gratis obendrauf. Das ist eine Idee, die ist, doch der Handkarren ist dann 1.17 tauglich. Also, wir fangen an, Wir fangen an, mit einem Loch in die Erde zu buddeln. In die Erde stellen wir einen Rüstungsständer, auch mit der Hand gerne. Dann ist er schön kreuz, schön schief. Und dann machen wir so ein bisschen temporäres Blockgesumse. Ein Grasblock hier oben drauf, den Cauldron hier drauf. Dann bringen wir 2 Redstone-Blöcke an, den mittleren löschen wir. Zack, Nummer 1, Pisten abbauen, Redstone-Block hin. Nummer 2, alles abbauen und schon ist der Pumpkin im Kessel drinnen. Vorne ein Rad dran, hinten was zum Schieben. Fertig ist unsere Schubkarre. Das gleiche machen wir jetzt mit einem Komposter. Und da sieht das Ganze dann so aus. Ich finde immer noch ein schönes dekoratives Detail. Wer meine Mystery-Videos gesehen hat, der weiß, da haben wir das schon mal hingestellt. Ist schon altbekannt, aber immer wieder gut, sich ins Gedächtnis zu rufen. Nun machen wir noch einen kleinen Handkarren. Auch hier wieder die Materialien, die ihr braucht, im Inventar. Hier unten angezeigt. Vielleicht noch den einen oder anderen temporären Block mitnehmen. Dann tun wir uns leichter. Temporären Block anbringen. 1, 2 Falltüren. Dann brauchen wir hinten an unserem Karren Räder. Vorne eine Deichsel zum Ziehen. Und dann packen wir einmal einen Block hier drauf. Einmal einen dicken Amethyst hier drauf. Machen seitlich Schilder dran. Dann sieht es so aus, als hätte der Karren auch Wände. Fantastisch. Und dann hinten und oben einfach noch so einen kleinen Kristall drauf, damit der Karren auch wirklich dick beladen aussieht. Wer möchte, kann einfach noch hier noch so ein bisschen was drin machen, als wären schon ein bisschen was runtergefallen hier. Und schon, ne, können wir das Ding hier kräftig ziehen. Bewegt sich nicht. Ich dränge mich schon an. Passt eigentlich wirklich echt gut. Schade, dass ich es nicht ziehen kann. Praktisch wär's. Nun kommen wir zur Idee Nummer 3 und die habe ich definitiv bei dem Gumo entdeckt, aber ich habe sie eine Nummer kleiner gemacht. Bei ihm ist das größer und zwar werden wir einen erschlagenen Drachen hier hinlegen. Also so ähnlich wie mein Phantom-Teppich aus Craft Attack machen wir jetzt einen Teppich aus dem Drachen. Und so, ihr seht schon, der Drache liegt hier schon ganz schön flach da. Jetzt noch den Schwanz hinten ausrollen. Fertig. Und als kleines extra Dekorationselement kann man hier einfach noch ein bisschen Dripstone annehmen, den an den ein oder anderen Ecken hier anbringen, wie so Stacheln, die von dem Drachen noch hier seitlich weggeflogen sind und wie Klauen, die dann da am Boden liegen. Von dieser Variante, von diesem Drachen, gibt es noch eine zweite Variante. Und die zweite Variante ist mit Amethyst. Und da muss man sagen, die passen halt relativ gut zur Farbe der Augen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Wer das Ding eine Nummer größer braucht, schaut beim Gumo vorbei. Kommen wir zu Idee Nummer
4. Und für Nummer 4 begeben wir uns etwas in die Lüfte. Denn am besten eignet sich Nummer 4 in einer Skyblock-Welt. Ach, was für ein Zufall, dass wir eigentlich gerade eine haben. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das da bauen soll. Oder wenn man zwei große Berge hat, die man verbinden möchte. Denn wir bauen eine Himmelsstraße. Wir nehmen einfach die wunderbaren Amethystblöcke und bauen eine Straße im Himmel. Zwei Blöcke breit, drei Blöcke breit, wie ihr euch das hier so vorstellt, was ihr braucht. Ich mache einfach mal. Diesen Weg könnt ihr natürlich so lang machen, wie ihr möchtet. Und dann kombinieren wir das mit den Bäumen, die ich euch vor Ewigkeiten nochmal gezeigt hatte. 1, 2, 3, 4 und dann Amethyst hier außenrum. Und dann natürlich Amethysten auch dranhängen in allen Arten, Varianten und Größen. Ich stelle mal noch einen zweiten Baum auf, hier drüben. Und dann gestalten wir natürlich noch den Weg an sich. Wir können jetzt hier noch ein bisschen nachbessern, wenn wir an manchen Stellen es gerne breiter hätten, an manchen gerne ein bisschen schmäler. Das können wir jetzt einfach immer schauen, wie uns das, wenn es das gefällt. Und platzieren natürlich dann hier unten am Boden auch den ein oder anderen Amethysten. Um das Ganze auch am Boden ein bisschen wilder zu machen. Und gehen dann die Wegbeleuchtung an. Denn die Wegbeleuchtung sollte vielleicht hier mit lila Kerzen gelöst werden. Passend zu dem Feeling, so ein paar Kerzen, ist ganz nett. Und dann ein paar bewegliche Büsche, also mit Shader bewegen sich die, ne? Korallen, finde ich, eignen sich da sehr, sehr gut. Ich würde am liebsten lila Korallen machen, aber da müsste ich irgendwo Wasser integrieren. Und das klappt leider mit dem Design, das ich hier so vorhabe, nicht. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn ich möchte hier noch unten drunter gehen. Dadurch, dass das ja wirklich schwebt, sollte es von unten auch ansehnlich aussehen. Und dann machen wir einfach an manchen Stellen das Ganze ein bisschen tiefer und fangen dann an, unten ebenfalls Kristalle dran zu hängen, wo wir meinen, dass es passt. Mal mehr, mal weniger. Es kann auch teilweise ganz spärlich sein, wenn ihr sagt, ihr wollt gar nicht so viel. Oder auch mal wirklich so Klumpen, dass es an manchen Stellen richtig viel ist. Seitlich dürfen wir auch welche anbringen. Immer da, wo wir meinen, dass es halt gerade passt. Ein bisschen Aufwand steckt da schon drin, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Kommen wir nun zu Idee Nummer 5. Und ich werde Nummer 5 hier einfach an diesen Weg integrieren und ranbauen, weil ich finde, das passt ganz gut. Wir picken uns da eine Stelle raus. Also das könnte, was ich hier mache, ein Kronleuchter werden zum Beispiel bei euch oder von einem Baum hängen, wenn ihr irgendwo oder in einer Höhle herunterhängen. Also es geht um ein Beleuchtungselement. Der Block hier oben ist temporär, den bauen wir wieder raus und dann setzen wir hier einen großen Amethysthaufen dran, seitlich hier auch jeweils noch 4 und dann werden wir nach unten eins kleiner und machen da die, ich glaube, die zweitkleinste Stufe, Medium, genau, ganz unten einen großen und schon hängt hier so eine, ja, Amethystleuchte. Ich glaube, dass die in einer Höhle unglaublich gut aussehen kann, das in Kombination mit den Seelaternen finde ich schon sehr stimmig. Ich hänge noch eine zweite auf, weil sie mir so gut gefällt. Ich finde, dass jetzt der Weg noch um einiges schöner aussieht und die da auch gut dazu passen. Aber ich glaube, so eine Zwergenstadt und dann hängen da diese Kristallleuchter drin, das hätte definitiv was. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Kroko, der Drachenreiter, verabschiedet sich an der Stelle. Oder Drachentöter. Drachenreiter gefällt mir irgendwie besser. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne ein Like da lassen, wenn ihr neu seid. Vergesst nicht zu abonnieren. Hier kommen so einiges an Tipps, Tricks, Tutorials und Minecraft Let's Plays. Dann würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Zeit!